Moin, liebe Genossinnen und Genossen. Oder für die Süddeutschen, grüß Gott. Hallo. Mein Name ist Hubertus Heil, ich bin 51 Jahre alt und ich bin mit 15 Jahren in einer Stadt, die Peine heißt, im SPD-Bezirk Braunschweig im Niedersächsischen in die SPD eingetreten. Ich erwähne das deshalb, weil seitdem ich Sozialdemokrat bin, das ist jetzt auch schon 35 Jahre her, habe ich mit Schrecken festgestellt habe, also so lang wie das Juso-Alter ist, mich eine Überzeugung geprägt hat, die in dieser Zeit, glaube ich, eine ist, die unser Land mehr denn je braucht. Das sozialdemokratische Prinzip, liebe Genossinnen und Genossen, ist es nicht, sich wegzuträumen von Realitäten, aber sich eben auch nicht abzufinden mit der Lage, wie es ist. Es geht darum, realistisch zu sein, zu wissen, wie groß die Herausforderung ist, aber die Lage nicht so zu lassen. Es geht um den Satz, den Franz Müntefering uns mal mitgegeben hat. Man muss das Leben so nehmen, wie es ist, aber man darf es nicht so lassen. Es geht um pragmatisches Handeln zu sittlichen sozialdemokratischen Zwecken. Und ich will sprechen über die Frage, was in diesem Land los ist. Weil wir alle erlebt haben, und Lars hat es heute beschrieben, dass in Zeiten von Umbrüchen, von Krisen, in diesem Land es sehr, sehr leicht ist, mit wilden Reden die Gesellschaft auseinanderzutreiben. Es ist ein leichtes, Menschen gegeneinander auszuspielen in sozialen Fragen. Geringverdiener gegen Bedürftige beispielsweise, wie Friedrich Merz das tut. Ich sage euch, unser Konzept ist ein anderes. Wir sorgen für mehr Leistungs- und Lohngerechtigkeit in diesem Land mit mehr Tarifverträgen und Mindestlöhnen. Aber wir lassen Leute nicht hängen, die sich nicht selbst helfen können. Und lasst mich das sagen, das Ziel des Bürgergeldes ist es nicht, Menschen im Bürgergeld zu halten, sondern rauszubringen aus der Bedürftigkeit, wenn sie arbeitsfähig sind. Aber im Bürgergeld sind auch Menschen, die arbeiten. 20% der Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld sind Menschen, die hart arbeiten, oft alleinerziehende Frauen, wo der Lohn nicht reicht oder die Arbeitszeit nicht genug ist, die ergänzende Aufstockung brauchen. Das sind keine faulen Menschen. Das sind Menschen, denen wir helfen wollen, dass sie ein Auskommen haben, dass sie rauskommen aus der Bedürftigkeit, mit besseren Löhnen, mit der Möglichkeit, auch mehr zu arbeiten. Und ich will sagen, dass ich am Anfang verwundert war, aber inzwischen entsetzt bin, was die Konservativen da spielen. Vor einem Jahr haben Sie übrigens beim Bürgergeld noch mitgestimmt im Bundestag und im Bundesrat. Oder einige werden sich erinnern, Sie haben sogar beantragt, nur die Regelsatzerhöhung zu machen und nicht das, was wir für Qualifizierung wollen. Beim Mindestlohn haben Sie nicht mitgemacht. Und jetzt entdecken Sie Ihr Herz für Menschen mit geringem Einkommen. Das ist schäbig. Friedrich Merz hat kein Herz für die Menschen mit geringem Einkommen. Er spielt Menschen gegeneinander aus, liebe Genossinnen und Genossen. Das muss man klar sagen. Nein, das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist eine Mindestsicherung, eine Grundsicherung, die übrigens unserer Verfassung entspricht. Es gibt ja nicht nur ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Es gibt auch eins zur Angemessenheit eines Existenzminimums, eines menschenwürdigen Existenzminimums. Und wir stehen zu unserer Verfassung. Wir stehen zu Artikel 20 Grundgesetz. Deutschland ist und bleibt eine solidarische Gesellschaft und ein sozialer Rechtsstaat. Das ist unsere Auffassung. Das müssen die Konservativen mal wieder lernen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben als SPD klar gesagt, wie wir dafür sorgen wollen, dass Lohnabstand größer wird. Wir haben viel getan. Wir haben den Mindestlohn erhöht. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge und Steuern für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt. Wir haben Zuverdienstmöglichkeiten übrigens im Bürgergeld erweitert. Wir haben das Kindergeld erhöht und auch das Wohngeld, das Clara eingeführt hat, führt dazu, dass fleißige Leute, die angesichts von hohen Mieten nicht über die Runden kommen, besser gestellt sind. Aber wer mehr Lohnabstand will, der braucht nicht nur eine Weiterentwicklung des Mindestlohns, der braucht mehr Tariflöhne in Deutschland, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Aufgabe. Und ich sage euch, wenn wir die Haushaltsfrage jetzt gelöst haben in den nächsten Tagen, hoffentlich in dieser Koalition,
dann ist der Gesetzentwurf fertig für ein Tariftreuegesetz in Deutschland. Wir wollen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen, weil wir nicht mit Steuergeld noch Tarifflucht unterstützen wollen. Als Partei der wirtschaftlichen Vernunft und der sozialen Sicherheit werden wir soziale Fragen nicht lösen, indem wir Menschen gegeneinander ausspielen. Aber ich sage euch auch, wir haben ja nicht nur soziale Fragen, wo im Moment gezündelt wird. Man kann diese Gesellschaft auch darüber in Harnisch bringen und in Streit, indem wir uns über Lebensstile streiten. Ich habe gelesen, dass Markus Söder vorgestern in Bayern das Gendern verboten hat. Ich kann euch sagen, unabhängig davon, dass das nicht die wichtigste Frage in diesen Zeiten ist, wir müssen uns in unserer Unterschiedlichkeit in diesem Land aushalten. Niemand muss gendern, jeder darf das tun. Wir sind ein tolerantes Land, es geht um Respekt voreinander und nicht darum, sich zu belehren. Liebe Freundinnen und Freunde, wir können uns als Gesellschaft auch über Klimafragen in den Extremen spalten, zwischen Klimaleugnern von rechts und Klimaklebern. Oder wir machen uns, wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das tun, daran tatsächlich mit Olaf Scholz als Bundeskanzler unsere Industriegesellschaft so umzubauen, dass wir unseren Beitrag leisten gegen den menschengemachten Klimawandel, aber eben ohne industrielle Substanz zu verlieren. Und das sage ich auch an unsere Lieblingsfreunde von den Grünen. Wer Klimaschutzpolitik durchsetzen will, der muss dafür sorgen, dass es soziale Klimaschutzpolitik in diesem Land ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und lasst uns offen reden, man kann diese Gesellschaft auch über Migrationsfragen auseinanderbringen. Das ist in diesem Jahr wieder ein großes Thema. Ich kann mich als Juso erinnern, Anfang der 90er Jahre hatten wir das schon mal. Und ich habe gelitten daran, wie meine Partei damals Positionen verändern musste und verändert hat, weil wir gesellschaftlich keine Mehrheit mehr für unsere Position hatten. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich sage, es geht nicht darum, dass wir in diesem Land zulassen dürfen, dass Menschen aufgehetzt werden gegen diejenigen, die hier politisches Asylrecht haben und Schutz verdient haben, auch weil sie vor einem Krieg geflohen sind. Ja, es ist richtig, wir müssen irreguläre Migration runterbringen, mit Europa und in Deutschland auch. Aber wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Geflüchteten mit Bleibeperspektive, die das Recht haben, hier zu sein, wo immer es geht, schneller in Arbeit kommen. Arbeit ist die beste Integration, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unser Weg. Deshalb machen wir den Jobturbo beispielsweise für die ukrainischen Geflüchteten, aber auch für andere aus anderen Herkunftsländern. Es ist doch idiotisch, so richtig es ist, dass wir ein Einwanderungsgesetz für qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte endlich durchgesetzt haben. Es ist doch idiotisch, dass Menschen, die aus anderen Gründen hierher gekommen sind, aber die schon lange hier sind, die arbeiten können und wollen, die Chance nicht so bekommen haben in diesen letzten Jahren. Ich will, dass wir pragmatische Lösungen finden. Das haben wir mit dem Chancenaufenthaltsgesetz und das haben wir jetzt auch mit dem Jobturbo. Und liebe Genossinnen und Genossen, was mir auch wichtig ist, letzter Punkt. Man kann diese Gesellschaft auch in den Generationen spalten, indem man über Babyboomer schimpft oder indem man so tut, als sei die Generation Z die faulste der Generationen, die es je gab. Ich kann euch nur eins sagen. Ich habe lebensweltlich mehr Bezug zu jungen Leuten, die noch jünger sind als die heute 16 bis 26-Jährigen. Aber wir haben viele Jusos hier. Und ich kann euch sagen, eure Generation ist nicht fauler als andere. Das ist ganz klar. Herr Bertels. Den Satz muss ich zu Ende machen. Ich will das mal ganz offen sagen, schon über unsere Generation hat man so geredet. Es gibt in jener Generation so und solche. Aber das Beste, was wir für die junge Generation tun können, ist ihnen Orientierung zu geben, Berufsorientierung und eine Chance auf Ausbildung. Das ist unser Weg. Nicht junge Leute beschimpfen, eine Chance zu geben auf Arbeit und Ausbildung. Das ist unser Weg. Deshalb bitte ich euch. Dass der Schwung, den wir heute von diesem Parteitag haben, dazu führt, dass wir den Kopf hochnehmen, dass wir die Brust rausstrecken, dass wir die Gesellschaft nach vorne führen und zusammenhalten. Denn es tut keiner außer der Sozialdemokratie. Das ist der Geist. Nicht verzagen, nicht furchtig sein, sondern kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will weiter mit euch kämpfen, dass das gelingt. Herzlichen Dank.